Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio Space Age. Wir sind zurück auf Navis. Und der Plan für heute ist etwas mit den neuen Dingen spielen. Hier Raketengeschütztürme, die Rakete für Gefangennahme von Beißernestern. Und wenn ich so ein bisschen auf die Karte schaue, dann sehe ich, das Eisenerzfeld hier hat nicht mehr viel drin, das Kupferfeld hier hat nicht mehr drin. Darum brauchen wir vielleicht mehr Kupfer, mehr Eisen. Und Eisen haben wir hier noch eins. Kupfer haben wir da eins. Können wir anschließen. Aber ich habe mir auch gedacht, wir dehnen unseren Interessebereich etwas aus in diesem Gebiet. Mal schauen, ob wir vielleicht hier was machen können, damit wir dieses Eisenfeld bekommen. Und wir werden, glaube ich, diese Ansammlung an Nestern mal benutzen, um zu sehen, was passiert da mit der Rakete für Gefangennahme. Denn wenn wir hier die Forschung anschauen, die nächste, die wir nicht über die reguläre Forschung mit Fläschchen beforschen können, ist diese hier, und dafür müssen wir einfach ein Nest gefangen nehmen. Und dahinter versteckt sich dann wahrscheinlich mehr. Aber wir werden sehen, was genau das ist. Bin hier unten angekommen und das Erste, was ich festgestellt habe, ist, die Raketen für Gefangennahme gehen hier in den Slot für den Raketenwerfer. Und das Zweite, was vielleicht etwas schwierig sein könnte, ist, wir haben hier in der Rüstung Laserverteidigung. Das heißt, wenn wir zu nahe an den Nester rangehen, können wir möglicherweise die Nester zerstören. Aber ich denke, vielleicht beginne ich mal hier mit den Aliens selbst, sodass wir da etwas weniger Gegenwehr haben, wenn wir uns den Nestern nähern. Denn solange es okay, was hat funktioniert? Okay, dann schalte ich mal um auf Rakete. Und meine Gesundheit ist nicht mehr ganz so toll. Habe auch keine Fische zur Hand. Aber haben wir hier nun nein, das haben wir nicht geschafft. Ah, wir müssen es auch versorgen. Dafür brauchen wir Bioflux hier, am Start. Okay, gut zu wissen.
Aber ich denke, in dem Fall werde ich dieses Nest hier mal belassen. Denn wir müssen uns überlegen, wie setzen wir ein zweites Raumschiff aus, das diverse Materialien zwischen den diversen Kolonien hin und her schiffen kann. Aber gleichzeitig wollen wir das Ganze auch automatisiert haben, nicht wie unser Raumschiff 1, was letztendlich eine rein manuelle Geschichte ist. Aber ich denke, ich räume hier unten erstmal etwas auf, so dass wir weniger, oder dass unsere Mauer hier weniger von Aliens angegriffen wird. Nicht, dass unsere Verteidigung dem nicht standhalten könnte, aber es ist einfach ein bisschen nervig, wenn hier ständig irgendwas blinkt, weil was beschädigt worden ist. In der Zwischenzeit haben wir auch ein weiteres Raumschiff, das wir benutzen können als Shuttle für die inneren Planeten. Und was ich bisher gelernt habe, ist, dass nur 2 Chemiefabriken für die Brennstoffproduktion nicht ausreichend ist und dass wir hier für die Munition wahrscheinlich 2 Schmelzen brauchen, um genügend Eisen rauszubekommen, so dass wir hier eine vernünftige Anzahl an Munition aufs Band bekommen. Aber wir wollen nun hier einen Flug zwischen Gleba, Nauvis und Vulcanos aufziehen und mal schauen, was wir von wo nach wo überführen. Ich denke, von Glevis, da nehmen wir die Kohlenstofffasern mit. Und 300 dürften reichen. Wir brauchen nicht allzu viel. Wir werden auch Bioflux mitnehmen. Davon nehmen wir mal 500 mit. Da müssen wir schauen, wie bekommen wir das hin. Dann Raketentürme. 50. Aber von Gleba. Genau. Und dann machen wir Anfrage erfüllt. Alle Anfragen erfüllt. Alle Anfragen erfüllt. Dann fliegen wir weiter. Und wir hoffen, dass Material, das wir auf Gleba liefern, in der Zwischenzeit entladen wird. Dann von Vulcanos da holen wir uns die Stahlträger oder die Wolframträger. Wir holen uns auch ein bisschen von dem Wolfram Carbid, sodass wir Tempomodule bauen können. Und ich denke auch, die Miner dürften gut sein.
Und dann, was wir hier auf von Nowis brauchen, ist, denke ich, etwas Sprengstoff. Ich glaube, damit hat es sich. Und dann machen wir alle Anfragen erfüllt. Plus eine Schaltbedingung. Und zwar wollen wir da hier Treibstoff mehr als 24.000 haben und hier ebenfalls dasselbe 24000. Und das machen wir für alle drei. Und damit sollten wir eigentlich dann in der Lage sein, oder diese Schaltbedingung stellt uns sicher, dass wir genügend Treibstoff haben, hoffentlich, um von einem Planeten zum nächsten zu kommen, ohne dass wir da plötzlich treiben im Weltraum. Denn das wäre nicht so gut. Das führt dazu, dass wir länger unterwegs sind. Und länger unterwegs sein heißt mehr Risiko von Asteroiden getroffen zu werden. Gut, ich denke, wir können das einfach mal starten. Hier, das brauche ich nicht mehr. Diese Gruppe müssen wir aktivieren. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Nowis, wo wir jetzt einfach warten, bis wir diese Anforderung erfüllen können. Und wenn wir auf Nowis schauen, habe ich hier oben zusätzlich eine Produktion für Sprengstoff gemacht. Denn wir brauchen einiges an Sprengstoff, weil wir intensiv die Granaten nach unseren außerirdischen Freunden werfen. Und hier unten haben wir so ziemlich alles vernichtet, was in Reichweite ist. Und nun geht's hier oben rüber. Und ich habe auch hier ein paar Artilleriekanonen platziert, denn so wie es aussieht, all das ist eine Landmasse, und wenn das hier sich verbindet, wäre es ideal, wenn wir hier zumachen
und dann können wir hier zu machen und dann haben wir hier das ganze Gebiet und da müssen wir einfach schauen, wie bekommen wir das da hinten zu. Wir haben hier ein paar Wasserlöcher, die wir sicherlich verwenden können, um eine Mauer zu ziehen, aber da müssen wir schauen. Wie ihr hier seht, habe ich auch begonnen, hier innerhalb ein Grid mit Roboparts aufzubauen, einfach damit die Roboter eine bessere Chance haben, von A nach B zu kommen. Und dieses Nest, da haben wir ja versucht, da mal Nester gefangen zu nehmen. Und es scheint so, dass selbst wenn die Gefangennahme dann zurückgeht und wir die verlieren, dass die Nester trotzdem nicht angegriffen werden. Und wir können hier natürlich mit der Fernsteuerung auch noch Nester weiter draußen attackieren. Und so eigentlich den ganzen Bereich, den wir hier freiräumen wollen, rein mit Artillerie aufräumen. Denn ich denke, in der Zwischenzeit sind die Aliens so stark, beziehungsweise die Nester und die Würmer, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, die einfach zu beseitigen. Aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Artillerie, was sehr effektiv ist. Wir können auch mit Spider-Trons die nach draußen schicken. Wir haben Atombomben und natürlich die altbewährte Methode mit Lasertürmen und jetzt auch verstärkt mit Raketentürmen. Das funktioniert auch, benötigt einfach einiges an Zeit und Munition, aber hier auf die Vernichtung durch Artillerie zu warten, das ist auch etwas zeitaufwendig. Aber ich denke, wir warten das einfach mal ab, denn es ist das Einfachste. Ich habe das Spiel über Nacht etwas laufen lassen, damit wir hier außenrum die Nester loswerden. Und wie ihr seht, habe ich da auch etwas weiter geschossen, um zu sehen, was liegt denn in weiterer Ferne. Aber in der Nacht ist etwas passiert. Wir können das hier sehen. Wir haben unsere neue Raumplattform verloren. Und wie ihr dann hier unten seht, ich habe bereits wieder begonnen, ein neues Shuttle zu bauen. Hoffentlich besser als das alte. Das Layout ist etwas anders. Und zusätzlich werden wir hier auch Raketen produzieren, denn unser Raumschiff wurde von einem mittelgroßen Asteroiden zerstört. Und ich glaube, das war so ein bisschen eine Kombination von gelbe Munition einfach nicht stark genug und vielleicht auch zu wenig Munition. Drum habe ich hier bei Vulcanus noch einen zusätzlichen Schritt eingebaut, wo wir sagen, okay, wenn du auf Vulcanus bist,
dann stell sicher, dass du genügend Munition und Raketen auf Lager hast, sodass wir quasi den ganzen Raumtrip Vulcanus, Gleba, Navis und wieder zurück zu Vulcanus erfolgreich machen können, ohne dass wir da wirklich Schaden nehmen. Hier unser Setup, vielleicht füge ich da auch noch ein paar Pakete, Reparaturkits hinzu. Und wenn ihr hier zurück sind, seht ihr, da stehen ein paar Spider-Trons rum. Zweifarbig. Die roten, die sind ausgerüstet für den Angriffskampf. Und das grüne, das ist vorgesehen für den Aufbau von was auch immer. Denn hier auf dieser Seite, da müssen wir noch mehr Platz freiräumen. Aber hier oben, denke ich, können wir schon mal eine Mauer ziehen. Und dann hier etwas mehr Ruhe mit reinbringen. Aber da warte ich noch, bis hier die Lasertürme alle geliefert werden können. Und dann können wir mal die Mauer da oben fertig bauen. Ich denke, das ist ein Projekt für mich bis zur nächsten Folge. Und hoffentlich sind wir dann bald so weit, dass wir uns zum nächsten Planeten aufmachen können. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss.